Die zweite Bundesliga ist eine Liga, in der 18 Teams auf Augenhöhe agieren. Jeder kann jeden schlagen. Und entsprechend spannend gestaltet sich auch die aktuelle Tabellensituation. Es gibt dennoch einige Teams, die sich etwas absetzen konnten und klar um den Aufstieg spielen. Und heute möchte ich über einen meiner Favoriten reden. Ich bin Certified Enjoyer des Fußballs von Fortuna Düsseldorf. Ich mag die Spielanlage der Elf vom Niederrhein. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt gehört für mich zum klaren Kreis der Favoriten um den Aufstieg. Und warum das Ganze so ist und was mir an dem Spielstil so gefällt und wie man im Allgemeinen auftritt, aber auch was die Schwächen der Mannschaft sind, möchte ich in diesem Video erläutern. Die zweite Bundesliga ist für mich halt einfach die geilste Fußballliga der Welt. Das Niveau ist sehr ordentlich und die Liga im Allgemeinen einfach unfassbar spannend. Wenn ihr euch im Allgemeinen für die zweite Bundesliga interessiert, dann checkt doch mal meinen Spotify-Podcast Erste Liebe, Zweite Liga ab. Dort quatschen wir jede Woche über den Spieltag und aktuell auch viel über Transfers, denn das Transferfenster neigt sich ja dem Ende entgegen. Natürlich weiß ich als Unterhausexperte auch, dass diese Liga kaum zu prognostizieren ist. Blicken wir nur aufs Wochenende, sehen wir Spiele wie den HSV gegen den KSC, was man niemals hätte voraussagen können. Vor paar Wochen haben wir Eintracht Braunschweig noch komplett abgeschrieben, jetzt haben die 4 Spiele am Stück gewonnen und stehen auf einmal auf Rang 16 mit einer stabilen Punkteausbeute. Auch die Fortuna ist nicht besonders konstant. Immer wieder pirscht man sich vorne ran, um dann in Schlüsselspielen zu verlieren. 2020 stieg man aus der Bundesliga ab. Quasi seitdem ist man in irgendeiner Form Favorit oder ein Team, was zumindest für die oberen Plätze gehandelt wird. Nach Platz 5, Platz 10 und Platz 4 soll es nun soweit sein. Denn wir wissen ja, dass alle guten Dinge bekanntlich 4 sind. Und im 4. Anlauf soll es endlich wieder nach oben gehen. Für mich gehört Fortuna Düsseldorf klar in die Bundesliga. Der Verein ist einer der underratedsten Traditionsclubs in ganz Deutschland. 28 Jahre kickte man im Oberhaus. Zudem hat man eine großartige Fanszene und es ist eigentlich sehr gute Stimmung in Düsseldorf. Darüber hinweg täuscht halt das riesige Stadion, was man kaum füllen kann. Aber die Mannschaft auf dem Platz liefert eigentlich genug Argumente, um sich ein Spiel im Stadion anzugucken. 40 Tore erzielte man, das ist der Bestwert in der zweiten Bundesliga. Die Mannschaft von Daniel Thun vereint individuelle Klasse, Spielkontrolle und die absolute Wucht nach vorne. Diese Wucht fehlt allerdings, wenn man gegen die Top-Teams antritt. Gegen die Top 4, die Leistungsspitze der Liga, konnte man gerade mal einen Punkt holen. Und das beim 0:0 gegen den FC St. Pauli. Ansonsten weist man ein Torverhältnis von 1:5 auf und 4 Niederlagen. Diese Schwäche gegen die besten 4 lässt sich kaum erklären. Der kennzeichnende Schlüsselwert ist hier, dass man wesentlich weniger Chancen kreiert. Das Konzept fruchtet nicht gegen Teams, die auf einem ähnlichen Leistungsniveau agieren. Wie genau sich die Fortuna Chancen herausspielt, will ich später noch erklären. Erstmal möchte ich auf die individuelle Qualität im Kader eingehen, denn die ist großartig. Mit Spielern wie Johannesson, Solis, Jamie Sieber, Jordi de Weis, Au Tanaka oder auch Shinta Appelkamp hat man zahlreiche Akteure, die potenziell den Sprung in die Bundesliga wagen könnten, die einfach ein sehr hohes Niveau für Zweitliga-Verhältnisse zeigen. Das einzige Problem an der Kaderzusammenstellung ist die Breite. Immer wieder fallen Akteure verletzt aus und die Fortuna schafft es kaum, die Bank voll zu besetzen. Zudem agiert man mit relativ vielen Jugendspielern, die zwar talentiert sind und das Potenzial haben, aber natürlich in den jungen Jahren noch nicht auf Top-Leistungsniveau der zweiten Bundesliga sind. Diese muss man langsam heranführen. Das ist bei der Konkurrenz ein bisschen anders. Die haben breitere Kader mit mehr Akteuren, mit mehr Routine und Erfahrung. Entsprechend legte die Fortuna in diesem Wintertransferfenster dreifach nach. Dennoch glaube ich, dass man gerade im Mittelfeld noch etwas dünn besetzt ist und vielleicht ein Flügelspieler und ein zentraler Spieler mehr guttun könnten. Auch die Außenverteidigung würde sich über Verstärkung sicherlich freuen. Aber wie gesagt, das bezieht sich nicht auf die Qualität, sondern eher auf die zweite Reihe. Natürlich wäre es gut, noch weitere Qualitätsspieler zu verpflichten, aber vor allem ist es wichtig, dass man eine gewisse Rotation und Konkurrenzkampf im Kader schafft. Für mich ist die Fortuna im Allgemeinen etwas weniger dominant als der Hamburger SV oder St. Pauli in ihren besten Spielen. Dennoch hat man mit 53% sehr viel Ballbesitz. Im eigenen Ballbesitz lässt sich der Sechser Engelhardt relativ tief fallen. Er ist der Motor, die Schaltzentrale der gesamten Mannschaft. Die Außenverteidiger schieben entsprechend hoch und besetzen die Flügel. Das Ganze manifestiert sich in einem sehr offensiven System, wenn man den Ball laufen lässt. Hinten agiert man quasi mit einer Dreierkette, im Zentrum sind 2 versetzte Achter und vorne sieht man eine Fünferreihe oder eine Viererreihe mit Vermeij, der etwas weiter in die Tiefe schiebt. Meistens ist es aber quasi eine Fünferreihe. Entsprechend lässt man den Ball zirkulieren und kommt dann meist auf die Außen. Die Fortuna betreibt unglaublich viel Flügelspiel. Das hat natürlich die Gründe, dass man dort sehr gut besetzt ist und Spieler hat, die 1 gegen 1 Qualitäten vorweisen, aber auch mit Ball relativ gute Pässe und Flanken schlagen können. Die Fortuna macht das Spiel eigentlich relativ schnell, versucht nach vorne zu kommen, denn die Mannschaft hat im Allgemeinen sehr hohes Tempo und sehr große Qualität am Ball. Das ist für viele Gegner, die gerade aus der Unordnung kommen, einen eigenen Angriff gefahren haben, einfach nicht zu verteidigen. Auf den Flügeln agiert man dann meist mit Spielern, die einfach diesen Druck zum Tor
diesen Sinn, um nach innen zu ziehen haben. Aktuell spielen dort zumeist Jonas Nemec und Christoph Zoles. Zoles ist einer der besten Spieler der Liga, Top 3 Fußballer der zweiten Bundesliga. Ein unglaublicher Akteur, der in der zweiten Liga eigentlich nichts verloren hat. Der ist zu gut. Wenn er an den Ball kommt, sieht man immer wieder, wie viel Druck er zum Tor macht. Er lässt Gegner aussteigen, er ist unglaublich schnell und er erzielt Banger-Tore. Der macht einfach richtig viel Spaß. Die Flügel werden dann entsprechend meist von den Außenverteidigern gehalten, die relativ weit vorrücken. Bei vielen Teams, die viele Flanken schlagen, könnte man denken, dass das Ganze nicht so viel Kapital schlägt. Bei Düsseldorf ist es anders. Man hat die zweitmeisten Flanken, aber auch die beste Offensive. Denn in der Mitte ist man gut besetzt und hat mit Vermaay einen unglaublich intelligenten Zielspieler, der auch über eine hohe Abschlussqualität verfügt. Der ist einerseits mega kopfballstark und kann den Ball immer wieder zum Tor bringen. Andererseits hat er oftmals Spielszenen, wo er zeigt, dass er aus der Ajax-Jugend stammt und einfach richtig gut ausgebildet ist. Wenn der Ball auf Außen ist und in die Mitte gebracht wird, kann man sehen, wie 2 bis 3 Spieler sofort in die Tiefe gehen und die Abwehrreihe zum Tor drücken. Der Rückraum ist dann meist nicht besetzt. Hier kann man einen direkten Pass spielen oder wenn die Flanke bereits geschlagen ist, sehen, wie Fortuna-Spieler den Ball nach hinten ablegen. Es wird nicht der direkte Abschluss gesucht, sondern die Flanke wird nochmal in den Rückraum verlängert bzw. abgelegt, sodass man aus der gefährlichen Position schießen kann. Und dort hat man mit Ao Tanaka, Shinta Appelkamp oder wer auch immer spielt, Spieler, die aus dieser Position sehr gefährlich werden können. Der Zielspieler Vermeij ist aber nicht nur wichtig als Torschütze, er hat 9 Tore und Vorlagengeber, denn er hat 2 Tore vorgelegt, sondern auch als reiner Fixpunkt. Wie gesagt, für das Fortuna-Spiel ist es mega wichtig, Räume in gefährlichen Zonen zu kreieren. Und wenn Vermeij im Strafraum die Tiefe sucht, sich anbietet, zieht er meist 1 bis 2 Verteidiger direkt auf sich. Denn seine Kopfballstärke muss man verteidigen. Entsprechend entsteht dann in anderen Räumen sehr viel Platz, den man nutzen kann. Ich sag's gerne und immer wieder. Die Aufgabe eines Stürmers ist es nicht nur Tore zu schießen, sondern auch seine Mitspieler besser zu machen. Und Vermeij macht das garantiert. Was mir noch am Fortuna-Spiel gefällt und was ich einfach liebe, ist das Pressing. Im 4-3-3 oder einer Art 4-2-2-2 läuft man an. Dabei erkennt man, dass man sich schon auf das Zentrum konzentriert, die erste Linie im 4-2-2-2 gegen Pauli aber dann relativ breit stand. Das sieht auf dem Papier echt ein bisschen weird aus, aber das hat einen Sinn. Die Fortuna schafft es wie kein anderes Team, Pressingfallen zu öffnen und den Gegner dann aggressiv anzulaufen. Man drängt den Ball zu einem Spieler, der nicht über die höchste Qualität oder Spielintelligenz verfügt und lässt diesen einen offensichtlichen Pass spielen. Man positioniert sich quasi so, dass der Achter im Zentrum komplett frei ist, setzt den Spieler mit Ball unter Druck und signalisiert so, hey, du hast den einfachen Pass, spiel ihn. Und sobald dieser Pass gespielt wird, greift man den Spieler, der den Ball annehmen soll, aggressiv an. So gewinnt man immer wieder relativ Hochbälle. Ich habe schon mal eine Analyse über Fortuna Düsseldorf gemacht, das im September, relativ zu Beginn der Saison. Und seitdem ist mir eine Schlüsselszene, die das Spiel beschreibt, im Kopf geblieben. Das ist das Tor von Yannick Engelhardt gegen den KSC. Dort kann man perfekt sehen, was ich hier erklären will. Man läuft den Torhüter Patrick Drewes vom KSC an und öffnet ihm den offensichtlichen Passweg in die Mitte. Und wenn er diesen Pass spielt, wird direkt angegriffen, der Ball erobert und daraus innerhalb weniger Sekunden ein Tor erzielt. Und das macht die Fortuna in einer unglaublich hohen Qualität einfach nur wow. Denn wenn man den Ball erobert, ist das Umschaltspiel qua der Qualität einfach richtig, richtig gut und gefährlich. 40 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Man ist eigentlich in allen Bereichen des Offensivspiels sehr gut. Probleme hat man wie gesagt nur gegen die Top-Teams, die entsprechend ein anderes defensives Konzept vorweisen und es wesentlich besser schaffen, Vermeij aus dem Spiel zu nehmen und dementsprechend die Flanken ungefährlicher machen. Hier müsste die Fortuna sich noch etwas breiter aufstellen, kreativere Lösungen finden, auch wenn man dazu sagen muss, dass die Spielverläufe meist mega unglücklich waren. Allein die Partie gegen St. Pauli beginnt ja schon vollkommen blöd. Vermeij produziert bei einem Freistoß im eigenen Strafraum einen unglaublich stümperhaften Handelfmeter und wenn du in Rückstand in so eine Partie gehst, dann kann sich der Gegner deinen Fußball natürlich zurechtlegen. Wenn der Gegner früh führt und dabei so spielintelligent ist wie St. Pauli, dann bekommst du entsprechend weniger Umschaltmomente und kannst diese Torgefahr nicht ganz so ausspielen. Ich bin mir aber relativ sicher, denn ich halte viel von Daniel Thun, dass man sich auch in diesem Bereich noch steigern wird. Ich persönlich sag's nochmal. Für mich ist die Fortuna ein klarer Favorit auf den Aufstieg und ich möchte auch einfach sehen, dass die Elf aus der Landeshauptstadt in die Bundesliga zurückkehrt. Ich bin überzeugt von Trainer Daniel Thun, ich bin überzeugt davon, dass das fußballerische Konzept fruchtet und vor allem bereitet mir das Schauen der Spiele meist unglaublich viel Spaß. Die Fortuna hat Comeback-Qualitäten. Immer wieder präsentiert man sich, nachdem man eine schwache erste Halbzeit gespielt hat, deutlich besser, konnte einige Spiele drehen
Und wie gesagt, hat diese Wucht nach vorne, die einfach unglaublich ist. Ich sehe einfach alles, was es braucht, um Aufsteiger zu sein. Sie haben jede Qualität, die ein Aufsteiger mitbringt. Ich erwähne es eigentlich in jedem Video dieser Art. Die Konkurrenz in der zweiten Bundesliga ist riesig. Wir können uns darauf einstellen, dass Teams vorne auftauchen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Allein der KSC ist in den letzten 6 oder 7 Spielen ungeschlagen und schiebt sich auf einmal in die obere Tabellenhälfte. Gleichzeitig gibt es auch Vereine wie Hertha, die potenziell nochmal Druck machen können. Nürnberg oder Hannover sind fußballerisch auch sehr gut. Die Fortuna hat jedoch ein kleines Punktepolster auf diese Teams und ich glaube auch, dass Teams wie Holstein Kiel noch etwas Lehrgeld zahlen, da man ja dort gerade riesige Verletzungsprobleme hat und einfach sieht, dass man in den letzten Spielen nicht wirklich mithalten konnte. In der Tabelle könnte sich noch viel verändern, es ist einfach nicht leicht zu prognostizieren. Aber ich denke, am Ende sehen wir die Fortuna ganz vorne, vielleicht sogar auf dem direkten Aufstiegsplatz. Wie ist eure Meinung? Denkt ihr, Fortuna Düsseldorf wird in die Bundesliga zurückkehren oder glaubt ihr, dass andere Teams noch vor ihnen stehen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Like, damit unterstützt ihr mich. Auch ein Abo würde mich natürlich riesig freuen. Es fehlen noch 250 Abonnenten, bis ich die 1000 voll gemacht habe. Und ein Großteil der Leute, die diese Videos hier sieht, hat eben nicht abonniert. Also, hängt euch rein. Ich verspreche euch, ich produziere weiter Content rund um den deutschen Fußball, manchmal auch Ausflüge über den Tellerrand. Checkt auf jeden Fall meinen Spotify-Podcast Erste Liebe, Zweite Liga ab. Link dazu ist in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es wird wahrscheinlich um Hertha oder den HSV gehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ciao, ciao.